Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von einer neuen Staffel Ultra Hardcore zusammen mit der Besten, der Tollsten, der Allerfeinsten, Flocke, der Katze und der Jokraft. Woo! Hallo Leute, herzlich willkommen. Und guckt mal, das, was ich hier dabei habe, ist unser vierter Teilnehmer. Ich habe Dreck in der Hand, also hallo auch an Earlyborn. Du hast ein Glas voll Dreck. Rat mal, was da drin ist und rat mal. Okay. Nice, Leute, Holz. Warte, / OP. Es geht schon los, ne? Ich muss Yourcraft noch OP. So, damit du auch keine Spawn Protection oder sowas hast. Das ist eine schlechte Idee. Ich habe eine Taste an meiner Maus und wenn ich da drauf komme, bin ich in Gamemod 1. Dann kannst du aber eine Spawn Protection nicht. Warte mal, okay, dann DOP ich dich. Jetzt komme ich so, ich sagte, ich komme auf die Taste drauf. Okay, zack. DOP mich lieber. Ja. Ist okay. Es ist besser so. Wir müssen sowieso weg von hier. Wir haben noch gar keine Taktik oder sowas momentan im Kopf, wie wir es machen wollen, diese Staffel. Es ist Ultra-Hardcore, liebe Leute. Also, es ist das erste Mal, dass ich ein Ultra-Hardcore-Projekt mache. Es ist wirklich das erste Mal. Okay, Halbzwingen, das zählt nicht. Und wir machen jetzt eine kleine. Das war ein Server-Lag. Du kannst nichts mehr abbauen, Jo. Ach ja. Weil ach du ja. Spawn-Protection. Deswegen, aber ich helfe dir gerne. Genau, ich habe Katzenohren auf, weil ich mit Katze aufnehme. Und ich darf keinen Schaden nehmen. Und wir machen eine kurze Umfrage. Was glaubt ihr, wer von uns wird als erstes hier auf diesem Server das Zeitliche segnen? Ist es Flocke, ist es Katze oder bin ich es? Einmal jetzt abstimmen. Und wenn ich es vergessen habe, schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall. So ist es fein. So, um das ganz kurz nochmal zu erklären, was ist Ultra Hardcore? Ultra Hardcore bedeutet, diesmal haben wir endlich die Hardcore-Herzen an. Der Game Mode steht also auf Hard und ist Ultra Hardcore. Bedeutet, wenn wir sterben, sind wir gebannt. Aber das wäre ja noch nicht schwierig genug. Deswegen haben wir uns eine kleine Lösung noch einfallen lassen für die Leute, die viel, viel, viel zu wenig an Leistung bringen müssen bis jetzt. Es gibt keine natürliche Lebensregeneration. Bedeutet, Essen hilft uns nicht weiter. Das Einzige, was uns weiterhilft, sind Suspicious Dews mit der Ox-Eye-Daisy gebaut. Bedeutet, wir brauchen Pilze, Wooden Bowls und noch mehr Pilze, also beide Arten von Pilzen. Und Ox-Eye-Daisies, dazu brauchen wir ein Plain-Biom. Und wir brauchen Shelter, Holz und so weiter und so fort. Und müssen aufpassen, dass wir keinen Fallschaden bekommen. Oder ich anderen Schaden. Abbauen. Wollen wir mal vielleicht woanders hin? Ja, wir gehen gleich woanders hin. Das ist, nimm mal bitte einen Rosenbusch noch mit. Wir brauchen nur einen einzigen, den habe ich schon. Wenn ihr Sonnenblumen seht, nehmt eine Sonnenblume mit. Wir haben eine Quest. Flocke, bist du hier irgendwo? Ja, ich bin. Den Enderdrachen schlagen. Das ist quasi das. Genau. Wo seid ihr? Ich habe wieder nicht aufgepasst. Der Enderdragon. Wir sind links von dir. Korrekt. Hallo. Hallo. Deswegen. Also, ich habe jetzt so viel Schiss, dass ich gleich in irgendwie Dornen reinlaufe. Denn wie gesagt, mein Leben, das sind alle, die ich habe. Du kannst nicht besonders viel in Dornen reinlaufen. Also du könntest in so eine Berry reinlaufen, ja. Also so ein Berrybusch. Aber das ist machbar. Von dem her. Wir werden keinen Kampf suchen. Skelette ist der Weg von Skeletten weg. Immer der erste Schritt, solange du kein Schild hast. Wenn du ein Schild hast, nur mit Schild arbeiten. Hier ist ein Loch im Boden. Bitte nicht in das Loch fallen. Flocke, du weißt, was wir als erstes brauchen. Oh, guck mal. Sehr gut. Ich das noch reingelaufen. Sehr gut. Lasst sie uns töten. Anders funktioniert es gerade nicht. Wann glaubt ihr wohl, werde ich mein erstes Herz verlieren? Wir müssen sie so töten. Das kann ich aber forcen, das weißt du schon, ne? Wann du dein erstes Herz verlierst. Dann force ich zurück, obwohl man schlägt ja keine Frauen. Das hat nichts mit Frauen zu tun. Man haut sich allgemein nicht untereinander. Das ist eigentlich unhöflich. Das fand ich auch. Oh, du craftest gerade. Sowas kannst du sagen in Zukunft. Ich habe das gerade gesehen, dass du craftest. Ich hätte jetzt den Crafting-Table abgebaut sonst. Dann hätte ich nicht mehr craften können. Das ist soweit korrekt, deswegen sage ich ja, sowas muss koordiniert werden. Sowas muss koordiniert werden. Wo seid ihr denn jetzt eigentlich? Ihr seid jetzt alle plötzlich weg, schon wieder um. Nein, ich bin vor dir. Ich bin nach links gelaufen. Das ist keine Angst. Ich bin. Nee, Katzes Füße. Also ich bin auch noch bei euch in der Nähe. Ox-Eye-Daisies. Sehr gut. Ox-Eye-Daisies sind eine bestimmte Holzart. Für meine Zuschauer nochmal vielleicht die Information. Dieses Video kommt relativ früh raus. Wir haben uns entschlossen, dass wir relativ früh die Parts veröffentlichen. Zwar immer um 6 Uhr morgens, jeden Tag ab sofort, bis ich halt raus bin aus diesem Projekt. Das kann jeden Tag passieren. Katze, warum so früh? Das ist bei mir von den Zuschauern her einfach immer ein Ritual geworden im Laufe der Zeit. Das waren doch keine Ox-Eye-Daisies. Ist egal, Flocke, du fährst in die falsche Richtung. Da vorne ist ein Dorf. Ah, okay. Ab zum Dorf. Das ist, dieses Mal ist es ideal. Shuttle Service Flocken. Es sieht auf jeden Fall. Oh, das ist ein Winterbiom mit den schönsten Blättern. Wir haben Sugarcane. Also wir haben auf jeden Fall das Biom, das wir brauchen. Okay, das ist, wenn man normalerweise Craft Attack gerade gewohnt ist, dann ist das eine ziemliche Umstellung, dieses Biom hier. Nö, finde ich gar nicht. Dieses Schwimmen, nicht das Biom.
Das Schwimmen meine ich. So, wir haben Sugarcanes, die können wir direkt anpflanzen und haben damit auch schon mal die Möglichkeit, später Papier zu verkaufen. Oh, wir haben hier sogar extra High Sugarcanes, die autogespawnt sind. Oh, die sind so cool, weil die anders aussehen. Die sind alle unassigned. Cool. Oh mein Gott. Alle unassigned. Wollen wir gleich hier alle wohnen irgendwie oder wollen wir uns hier? Ja, wir werden uns in dem Dorf niederlassen. Das ist das, was wir tun. Das ist der schlauste Weg, damit umzugehen. Und wir haben Doppeltüre. Wir haben Türen. Wir haben damit Betten automatisch. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das ist mega gut. Welches Haus nehme ich denn dann? Du kannst dich, wie du möchtest, aufsetzen. Da haben wir Flint, da haben wir Sticks. Wir haben hier auf jeden Fall auch ein Fletcher Table. Das bedeutet, wir können später effizient an Emeralds kommen. Wir haben auch wieder einen Weed-Kollegen. Items, der kennt sich so übelst gut mit Minecraft-Mechaniken aus. Dem vertrauen wir mal. Potatoes gefunden, mehr Holz und ein Fern. Potatoes habe ich auch gefunden. Hallo, Farmer. Hello. Ich pflanze direkt eine größere Anzahl von den Sprucewood-Bäumen, von den Vierern. Beziehungsweise ich kann jetzt gerade nur einen, aber danach werde ich mehrere. Was ist das? Ah, Repair and Disenchant, was ist das hier? Repair and Disenchant ist ein Grinder, oder? Ja, genau, hier steht ein Grinder mit Grindstones, allgemein sehr viele dabei. Leute! Ne? Alter, was ist denn? Loom? Wir haben den Jackpot gefunden. Alter, was ist denn der das bitte? Naja, ich habe schon halbe Eisenrüstung und schon Schwert und Spitzhacke an Eisen, krass, was wir brauchen können. Was ist das denn? Wir haben diesmal gutes Glück gehabt, Leute, ne? Hat sich gelohnt, dass wir dem Server Geld gegeben haben. Bei der letzten Staffel. Das ist soweit korrekt. Da hatten wir wirklich auch gutes Glück. Da haben wir wirklich Glück gehabt. Soll der Seed bekannt gegeben werden? Oder Nein. Den Seed lassen wir weg, weil das Problem ist, der Seed hilft keinem Menschen außer den Leuten, die uns dann in den Kommentaren spoilern wollen. Das ist das große Problem. Am Ende des Projektes wird die Welt zur Verfügung gestellt. Nein, das gestellt. Ist mein Bett. Geh weg. Okay, das gibt's doch gar nicht. Ja, könnt ihr theoretisch das also mal machen. Also ich gucke mich gerade so ein bisschen im Dorf rum. Ich weiß gar nicht, welches Haus ich jetzt gehen möchte. Wir müssen auf jeden Fall in ein Haus gehen. Es ist komplett egal, in welches du gehst. Aber wir müssen in ein Haus gehen und jetzt auch liegen langsam. Damit wir keinen Zombie-Spawn haben. Weil die Villager sind noch komplett ohne Schutzmechanik hier. Wenn ein Villager in deinem Bett liegt, einfach das Bett abbauen. Das geht ja gar nicht. Moment, stopp. Such ein Bett, Jo. Bett nur weil abbauen ich jetzt Josef heiße, müssen wir jetzt nicht hier gleich dafür sorgen, dass ich keine Herberge hier finde. Das ist nicht lustig. Ich so, hätte noch irgendwo. Das ist mein Bett. Ich gibt bestimmt auch irgendwo Esel, ne? Also. Ja, und es gibt auch bestimmt irgendwo eine Marie. Das gibt's nicht. Ich finde hier keine Unterkunft. Du kannst, wenn du ein Bett findest, statt den Villager zu schlagen, das lässt du bitte sein, sonst hau dich nämlich ein Eisengolem kaputt. Du kannst das Bett unter ihm abbauen, das Bett setzen und dann wieder reinlegen. Weg. So, ich schlaf hier. Upp, okay, nein, legst was? Du? Du musst legen. Okay. Monsters und Nöbel, ich kann nicht schlafen. Okay, wir haben ein Problem. Flocke, wir müssen die schon direkt das Dorf verteidigen. Geht nicht anders. Uff. Warte. Ich liege. Okay, dann lege ich mich auch wieder sofort zurück. Ja, ich bin auch drin, alles gut. Okay, das gefällt mir nicht. Das müssen wir liegen. Denkt bitte dran, Türen sind kein Schutz vor Zombies. Es ist Hard Mode, bedeutet im Endeffekt, Zombies kommen durch. Und denkt bitte dran, wenn ihr mitbekommt, dass ein Zombie-Villager hier, ein Villager irgendwie von einem Zombie geschlagen wird, tötet den Zombie momentan. Später können wir das missbrauchen, indem wir die Villager dann verbessern. Aber bis dahin müssen wir gucken, dass wir hier einigermaßen effizient arbeiten. Momentan sind viele von den Villagern ohne Job und das ist vollkommen legitim. Der Einzige, der einen Job haben muss, da ist ein Creeper übrigens, der hat euch anvisiert, glaube ich. Er hat nicht anvisiert. Okay, explodiert. Alles gut, alles gut. Nicht so schreckhaft sein. Alles super. Hardcore geht gar nicht, Leute, ehrlich. Boah, krass, eine Doppeltür, ist ja voll abgesichert, der Typ hier. Ja, das sind richtig, also die Häuser sind richtige Bonzenhäuser okay. hier. Okay, folgende Dinge, wir müssen später das Dorf, also Leute, wir brauchen eine Tafel, mit dem. Flocke, ich möchte gerne in diesem Haus hier wohnen, ist das in Ordnung? Ja, kannst du. Dann kannst du das Schild ja noch. Genau, ach, das Schild da einfach dran, genau. Ja. Muss nur gucken, weil du hier ein Kartografie-Table drin hast, ne? Dass du den vielleicht woanders hinstellst. Ja, aber dass du ihn woanders hinstellst. Kannst du den woanders hinstellen? Ich packe nämlich hier oben das Bett rein, denn hier oben schläft ja kein Villager. Baby. Die können ja Leitern nicht hochklettern, oder? Doch, Villager können Leitern hochklettern. Seit wann? Seit der 1.14.4 können Villager Leitern hochklettern. Mhm. Aber der findet bestimmt nicht hier hoch. Kein Villager findet nach oben. Hier, weil Pathfinding zu Betten ist das Einzige, was wirklich überarbeitet wurde bei Villagern. Shit. Egal, dann. So. Dann folgendes. Weiß ich auch nicht. Wir haben einmal die Aufgabe, Dorf sichern. Okay. Heißt eine große Mauer drumherum bauen? Genau. Theoretisch eine Mauer drumherum bauen. Bedeutet aber Mauer plus Ausleuchten. Dann kümmert sich Items ums Ausleuchten, ich kümmere mich um die Mauer. Ich schreibe einfach mal Licht, weil ich zu dumm bin, Ausleuchten zu schreiben.
Das ist also Sache Nummer 1, die auf jeden Fall gemacht werden muss. Ich habe hier eine To-Do-Liste jetzt theoretisch aufgemacht, ne? Dann, wir brauchen jemanden, der 4 Villager, ein Villager-Breeder. Katze, willst du dich nicht einfach hier dazu gesellen oder Flocke willst du nicht? Wollen wir nicht einfach hier diese 3 Häuser nebeneinander 4 nehmen, dass das unsere Häuser sind? Villager. Mir ist das egal, können wir gerne machen. Mit Farmer drin. Farmer, kriegen wir das eingetragen? Farmer, nee, kriegen wir nicht. Plus Farm, genau. Also, schreibst du das auf Schilder gerade? Ich schreibe das auf Schilder hier ran, genau. Einfach damit wir es auch intern sehen können. Was brauchen wir ebenfalls noch? Ox-Eye Daisies. Einer muss auf jeden Fall Ox-Eye Daisies suchen. Ja, das mache ich. Und Flocke, ich verteidige das Dorf. Ich baue die Dorfmauer. Das ist mein Job. Das würde ich wohl hinkriegen. Mhm. Vielleicht kriegen wir sogar Redstone mit eingebaut. Das wäre natürlich cool. Aber das wird höchstwahrscheinlich viel falsch geschrieben werden. Und einer muss auf jeden Fall in die Mine, um besseres Gear zu suchen. Das sollte auf jeden Fall einer von euch machen, weil ich nehme nicht auf. Das heißt, bei mir, ja, sieht man nicht. Bei dir ist dann der Clickbait mit Dias nicht so gut. Genau, ich würde das mit der Mine machen. Wir müssen jetzt irgendwie an Fackeln kommen, dann würde ich so langsam mal anfangen, hier eine kleine Mine zu beginnen. So, dann würde ich ein bisschen Strip-Mine. Beim Strip-Mine kann ja nicht viel schief gehen. Es sei denn, hinter dir spawnt was, weil wenn du gut ausleuchtest. Naja, du musst erstmal nach unten kommen zum Strip-Mine. Ja, ja. Das ist mal Sache Nummer 1. Ich würde dann auch angefangen, hier langsam aber sicher ein paar Bäume abzufällen. Also einer muss das ja so oder so tun, dann kann auch ich das machen. Mhm. Du brauchst es theoretisch wichtiger mehr, Jo. Ich gebe dir, wo bist du? Was? Nee, ich werde jetzt gleich versuchen, die Mine zu eröffnen. Ja, ich würde dir ganz gerne die Eisenspitzhacke, die ich habe, zu geben. Ah, sehr gerne. So, sehr das gerne. Ist, hier bist du, genau. Eisenspitzhacke, genau. Hier hast du auch ein Eisenschwert. Angriff ist die beste Verteidigung in dem Moment. Hier könntest du rein, hier ist nämlich direkt Eisen vorne schon. Ja, wo? Würde sie ich stehe hier hinten. Ja, hier ist die unpräziseste Angabe, die du jemals ja, du siehst ja meinen Namen eigentlich. Achso, deswegen. Da ist okay. Genau, hier ist hier. Hier könntest du rein theoretisch runter, weil hier würdest du auch direkt in unserem Dorf dann wieder zurückkommen. Das ist eine gute Idee, Flocke. Ich würde auch nochmal gleich Treppenstufen machen, weil ich glaube, dass die ein bisschen effizienter sind. Da kommt man schneller in die Mine rein und raus, okay? Gut. Oh. Ja, kannst du von mir aus auch gerne mitmachen. Denk aber dran, dass theoretisch der Komfort von der Treppen, von Treppen für die Sache so unten, nicht unbedingt so wichtig ist, wie eine Mauer, um dieses Dorf zu bauen. Denn sobald wir hier eine Zombie-Invasion haben, haben wir ein Problem. Wir können die Zombies momentan nicht heilen, die Zombie-Villager. Die werden automatisch despawnen nach einer Zeit. Das heißt, wir müssen dann auch bei Nacht im Bett liegen. Wir müssen, okay. Oh, auf jeden Fall. Das heißt, immer ein Bett mitnehmen. Ja. Das ist ja mal der Hammer, Alter. Es ist dumm, das dir zu geben in irgendeiner Variante, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich gebe es dir und damit gebe ich dir bessere Chancen. Komm mal nochmal bitte her. Warte, ich sehe deinen Namen, ich komme zu dir. Okay. Das ist, wir haben einfach mit den Spawn-Sachen. Du siehst ja momentan meine Ausrüstung. Ich bin hinter euch, ne? Ich habe gerade eben den restlichen Armor-Smith-Stand gefunden. Du bist jetzt Full Iron in Folge 1. Das ist schon mal ein guter Anfang. Denk ans Ausleuchten von der Mine. Jeder Schritt muss ausgeleuchtet sein. Flocke, komm auch nochmal her. Weil, dann lass uns mal ganz kurz. Ja. Also, ich meine, aktuell leben wir alle noch. Lass uns den Moment, stelle ich auch nochmal dazu. Aktuell leben wir alle noch. Da hat jemand richtig Vertrauen in unsere Fähigkeiten, ey. Na, sehr geil. Noch leben wir. Leute von heute, aber an der Stelle muss ich ganz kurz sagen, ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Wir machen an der Stelle schon direkt Feierabend. Wie es morgen weitergeht, das seht ihr auf jeden Fall auch bei Jo. Schaut unten in der Videobeschreibung vorbei. Da seht ihr dann den Farming-Teil. Bei mir oben seht ihr dann ein bisschen die Stadtsicherung. Und bei Flocke seht ihr auf Twitch ab und zu ganz, ganz coole Streams, die nichts hiermit zu tun haben. Deswegen, Leute, schaut da auf jeden Fall auch dann vorbei. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Habt noch einen traumhaften Tag und bis dann erstmal. Ciao. Macht's gut. Bis bald und ciao, Leute.